Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Bound Gabriel am Start. Und zwar mit Spieltag 10 der GPL. Wir müssen noch gegen Bene ran. Schwierig, es ist warm. Ich habe momentan gefühlt eine Stunde am Tag ein T-Shirt an. Willkommen bei dieser Stunde heute. Deswegen auch keine Cap. Ich bin verschwitzt wie noch was, das sieht man auch, aber... Wer bei diesen Temperaturen nicht schwitzt, mit dem stimmt was anderes nicht. Okay, gut, wir haben einen Editor und wir sehen Lando, wir sehen Neuwan, wir sehen Zeraora, wir sehen Lasho King, wir sehen Song, wir sehen Pipi. Und ich sage, wie es ist. Wir leaden mit my girl. Es war männlich in dem Fall, aber wir leaden mit my girl. Wir leben mit Kumoko. Und bin auf jeden Fall gespannt, mit was er leaden wird. Oh Gott. Zum Glück kickt die Nervosität überhaupt nicht. Ich habe mich auf jeden Fall darauf eingestellt, eine festgelegte Runde 1 zu machen. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Lasst uns einfach hier jetzt ein Lando-Lead sehen. Lass uns einfach bitte hier ein Lando-Lead sehen. Ich bin heute nicht ganz so energetisch wie sonst. Ich bin einfach tot. Ich bin so heftig dead. Ich habe überlegt, ob ich einfach sage so, hey, du ziehst dich heute gar nicht erst an. Dann lässt die Facecam weg. Aber dann macht der Spaß nur, halb so viel Spieltag. Ich morgen nochmal. Okay, aber ich... Oh. Ich habe übrigens meinen Stuhl hier zerstört, da geht die Lehne nicht mehr, das ist auch schön. So, wir spielen im Chichester Stadion und Bene leadet. Ach Gott, will nicht. Oh, erstmal Wasser. Stay hydrated, Leute. Wenn ihr das seht, stay hydrated. No! Oh, das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Wollen wir in... Ja, wisst ihr was? Wir gehen direkt in Maria. Ich gehe hart in Maria. Das Zeraora-Lied war definitiv... War mir bewusst, dass das eine Possibility sein kann. Und wir wollen nicht direkt throwen. Ja? Also wir wollen nicht direkt throwen. Von dem her... Müssen wir schon von unserem Gameplan abweichen. Hat er den Eisenschweif? Hat er den Knockoff? Er hat den Knockoff. So. Ich denke nicht, dass er Knockoff plus Eisenschweif hat. Ich überlege gerade, ob wir hier auf einen Wunschtraum gehen wollen. Aber ja, wir gehen auf den Wunschtraum. Wir gehen aber mal auf den Wunschtraum. Wenn er hier Knockoff plus Eisenschweif hat. Damn. Dann hat er, also, ich denke, er hat Voltwechsel. Oder ich würde sehr, sehr stark vermuten, dass er Voltwechsel hat. Plasmafist, Voltwechsel, Abschlag und Nahkampf. Wenn er keinen Nahkampf hat. Ja, okay. Es ist also Knockoff. Knockoff ist sein einziger. hat er wirklich alle Mons mit B gemacht. I mean, das ist okay. Jetzt muss ich überlegen, was ist der Play, den ich spielen will. Eigentlich will ich hier in unser Freund Alola Persian gehen. Klar, er kann hier toxinisieren, das ist in Ordnung, soll er gerne machen. Ich hätte auch genauso gut Gardevoir hochhalten können mit einem Protect. Wäre definitiv auch eine Möglichkeit gewesen, aber ja. Ich denke tatsächlich, dass hier jetzt ein U-Turn der beste Play ist, obwohl. Es könnte. Ja, nee, wir gehen einfach für die U-Turn. Wir gehen aber hier für die U-Turn. Er wird hier niemals für einen Psychokinese gehen. Und das lässt uns auf jeden Fall dann auch in Nidoking gehen. Wenn er hier in sein Lando geht. Ich glaube nicht, dass er in sein Lando geht. Ich glaube nicht. Also, ich denke, dass hier am wahrscheinlichsten.
Also, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier Pipi reinkommt. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass hier einfach Pipi reinkommt. Er geht tatsächlich in sein Slowking. Sehr, sehr interessant. Das heißt wahrscheinlich, dass er für Steph Slowking ist. Und wir gehen in unser Zapdos. So, was ich hier mit diesem Zapdos machen möchte, ist jetzt nochmal für eine U-Turn zu gehen. Ich denke nicht, dass Bene hier drin bleibt. Ich denke nicht, dass Bene hier drin bleibt. Ich denke, er geht in Landorus. Und aus dem Grund will ich hier jetzt für eine Kehrtwende gehen. Das klingt vielleicht verrückt. Es kann auch sehr, sehr schief gehen. Aber Leute, das kann was werden. Das kann was werden. Fokus. Fokus, Leute. Fokus. Okay, er bleibt drin. Schade. Schade, schade, Schokolade. Aber wir kommen zurück. Er wird hier teleporten. Er wird hier teleporten. Ich gehe in Hibiki. Weil was wir mit Hibiki machen können, ist nochmal für eine U-Turn zu gehen. Und wir halten das... Ja, wir halten das Lando. Er könnte in Neuvern gehen. Ich denke aber, Pipi ist das Wahrscheinlichste. Überleg nur gerade, was wir machen, wenn er jetzt in Pipi geht. Will ich instant knocken? Er geht in Neuvern. Ich denke, wir gehen halt wieder raus in unser Zapdos. Weil Zapdos ist genau dafür da. Wenn er hier für die U-Turn geht, ist das in Ordnung. Irgendwo. Außer er spielt Choice. Er geht für Toxin. Okay. So. Okay, da ist das Toxin. Jetzt ist Zapdos toxinisiert. Das ist in Ordnung. Irgendwo. Und wir gehen wieder für eine Kehrtwende. Wir wollen unsere Chance. Gamba, Gamba. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier Neuvern paralysieren lassen lässt. Oder willen lässt. Wollen lässt. Willen lässt. Was ist irgendwas halt mit paralysieren halt. Mit Discharge und drin bleiben, ja. Deswegen wird er entweder in Lando, Zeraora oder Pipi gehen. Und alle drei können, also Zeraora nicht unbedingt, also Zeraora können wir nicht unbedingt abusen. Aber in Zeraora können wir kind of auch Lando reinschicken. Kind of. Weil Zeraora nichts hat, um Nidoking zu hitten. Ich bin auch gewillt, unser Leben abzuverlieren, um das Zeraora wegzukriegen. Geht er endlich in Lando? Er geht in Clef. Okay. Aber wir können für die Kehrtwende gehen. Das ist in Ordnung. So. Und jetzt können wir in unser Nidoking gehen. Und Nidoking ist ein großes Problem für ihn. Ich gehe mal hier für den Delegator. I don't care. Weil ich glaube nicht, dass er hier für den Seismic Toss gehen wird. Er wird entweder hart switchen. Ich meine, er hat Neuvern. Hat er seinen Neuvern Infiltrator? Ich weiß es nicht. Er geht in Bronzong. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Weil damit haben wir ein bisschen was von unserem Leben gegen eine Non-Prediction ja, geöffnet, ne? Also von dem her, wir gehen für einen Spukball. Er hat keine Antibärde. Und machen 50. Sehr, sehr gut. Hat er eine Zitrobärde? Er hat wieder die Weakness Policy. Er hat wieder die Weakness Policy. Okay. Und er geht für ein EQ. Das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. So. Und ich werde hier das Bronzong auf jeden Fall respektieren und einfach nochmal für den Spukball gehen. Egal was er macht. Egal was er macht. Spukball, also das ist ja einfach sehr, sehr wichtig. Ich könnte hier nochmal für einen Sub gehen.
Aber ich denke, das ist es nicht wert. Das ist es definitiv nicht wert. Und wir müssen Bronzong an der Stelle jetzt auch nicht mehr predikten. Großartig. Was auch ebenfalls sehr, sehr gut ist. So. Bin auf jeden Fall jetzt gespannt, ob er sackt der Bronzong. Wenn er Bronzong sackt, ist unser Gardevoir deutlich besser. Holy shit, ist unser Gardevoir dann gut. In Lashoking kann er sehr, sehr schwierig gehen. Er kann in Lando gehen. Okay, er sackt tatsächlich hier Bronzong. Das ist unglaublich gut. Das ist unglaublich gut. Bronzong ist weg. Okay. Damit hat er sehr, sehr wahrscheinlich keine Rocks. Außer er geht natürlich jetzt in Lando, ne? Also. Hier ist Lando. So. In Lando sind unsere Switch-Ins im Endeffekt beschränkt auf unser Persian Alola. Und da werden wir auch reingehen. So. Geht er für den U-Turn? Er geht für den Delegator. Oh. Ist da wieder Sub-Protect Shenanigans? Ist das Sub-Protect Shenanigans? Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Hier auf jeden Fall auf den Schmarotzer. Egal, ob er Protect hat oder nicht. Ich gehe auf den Schmarotzer. Okay. Das wird auf jeden Fall den Sub hier brechen. Er hat aufzuwirken. Was macht er? Er geht auf den EQ. Okay. Wir kriegen natürlich Lefties. Und jetzt müssen wir überlegen. Jetzt müssen wir überlegen. Predikten wir mit U-Turn oder... Ich gehe auf das Toxin. Ich gehe auf das Toxin. Ich predikte, dass ihr nochmal subbt. Und dann will ich permanenten Damage auf diesem Landorus haben. Wenn ihr in PP geht, sehr, sehr guter Play. Sehr, sehr guter Play. Dann verlieren wir 12% an Leben. For free. Wäre unglaublich gut für ihn. Aber ich habe sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr oft mit Kehrtwende predicted. Es kann sehr, sehr gut sein. Und sind wir ehrlich, ein Schmarotzer macht nicht so viel auf das Landorus. Dass er jetzt auf jeden Fall das Landorus verlieren sollte oder könnte. Aus dem Grund denke ich, dass das... Okay, er geht raus. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht im Pipi. Er geht ins Floking. Okay, das ist nice. Das ist actually nice. Den getoxic zu haben, ist actually sehr, sehr nice für uns. Sehr, sehr gut für uns. Und das sieht jetzt vielleicht ein bisschen crazy aus. Aber ich werde hier jetzt die U-Turn drücken in unser... In unser... ich drücke auf jeden Fall hier die Kehrtwende. Wir können ja danach entscheiden, was wir machen. So, aber wir gehen auf jeden Fall raus. Wir sollten das Lando nicht reinkommen lassen. Das heißt, wir gehen hier in Kumoko. Wir gehen hier auf jeden Fall in Kumoko. Wenn er für die Psychokinese geht, ist das in Ordnung. Er geht für den Teleport. Okay, das heißt, es wird wahrscheinlich der Roder reinkommen. Aber das Toxin auf dem Slowking ist unglaublich gut. Hm. Ja. Bin auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr hier in seinen Neuwern geht, ich werde auf jeden Fall Ice Beam drücken. Ich werde auf jeden Fall Ice Beam drücken. Fuck it. Wenn er in seinen Neuwern geht. Oh, er könnte halt auch U-Turn, ne? Fuck it. Fuck it. Er geht für den Arkan. Wir überleben den. Keine Confusion. Yes! Kumoko! Ah, Kumoko! Yes! Kumoko!
Ja, der Blutsauger ist hier der beste Play. Nicht greedy werden. Nicht greedy play. Ah, no! Fuck! Egal, egal. Kumoko. Kumoko. Ah, die Roll nicht zu bekommen ist ärgerlich. Die Roll nicht zu bekommen ist ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich hier an der Stelle. Aber, ja, ist okay. Ist okay. Wir können hier auf jeden Fall für den, für die Kehrtwende gehen und das Neuband rausnehmen. Neuband ist gegen alles tot. Das ist unglaublich. Also, das ist gut. Kumoko hat irgendwo den Job gemacht. Kind of. Nicht wirklich, aber kind of. Wir haben eine 75% Roll, wenn er, glaube ich, Max HP spielt. Das wird ihn ausnocken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ist sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ja, war auf jeden Fall sehr, sehr gut. War auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er geht raus, er will ihn sich preserven. Ich meine, das kann ich irgendwo verstehen. Von dem her, die Kehrtwende wird jetzt hier einiges an Schaden machen. So, kommt zurück. Und was machen wir jetzt? Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt hier in Genjuro. Wir haben jetzt hier ein 50-50. Wir haben jetzt hier ein 50-50. Aber ich werde einmal hier für den Delegator gehen. Ich werde einmal hier für den Delegator gehen. Um ihn runter zu chippen. Es ist ein sehr, sehr aggressiver Predict von meiner Seite. Aber er könnte aufgehen. Weil er kann eigentlich Nidoking nicht erlauben, Damage, großartig Damage an seinem Team anzurichten. Das Problem ist, wenn er dann in Neuvern geht, können wir nicht in Neuvern. Also, wir können Neuvern nicht aufhalten, wirklich. Aber das Loking ist auf jeden Fall sehr, sehr stark angechippt. Das Bedeff Loking knocken wir leider. Mit T-Bot würden wir ihn hier ausknocken, aber mit Shadow Ball leider nicht. Er geht hart raus. In was geht er? Er geht in Banderas. Okay, er geht in Lando. Er geht in Lando. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So. Weil damit haben wir nochmal einen Delegator. Das ist in Ordnung. Er muss halt Angst vor Icebeam haben jetzt hier. Wir gehen halt nochmal auf den Spukball. Wir müssen leider auf den Spukball gehen nochmal hier an der Stelle. Er geht selbst auf den Delegator. Zum Scouten. Er geht selbst auf den Delegator, um zu scouten. Das ist sehr, sehr gut für uns. Weil das bringt uns nämlich 18% näher. So, der Delegator hat aufzuwirken. Er ist auf jeden Fall schneller als Nidoking, was auf jeden Fall auch noch eine wichtige Information für uns ist. Eine sehr, sehr wichtige Information für uns. Er geht für den EQ. Ja, das ist in Ordnung. So, und jetzt können wir auf jeden Fall den Spukball drücken. Das ist guter Damage. Das ist sehr, sehr guter Damage. Und jetzt gehe ich auf jeden Fall in unser Ariel. In unsere Ariel. Wenn er nochmal hier für den Sub geht, ist gut für uns. Gut für uns. Aber ich denke, er kann ja sehr, sehr gut nochmal für den EQ gehen. Ja, er geht nochmal für den EQ. So. Jetzt muss ich überlegen, was wir machen. Weil Foulplay wäre natürlich ein High-Risk, High-Reward-Play. Wenn er in sein PP geht, verlieren wir halt sehr, sehr viel, wenn wir hier foul playen.
Ich werde trotzdem Schmarotzern. Ich denke, Schmarotzern hier ist der richtige Play. Ich denke, Schmarotzern hier ist der richtige Play, weil wir immer noch unser Alola Persian als Death Fodder haben. Und das ist immer noch schneller als Lando. Ist ein bisschen crazy. Aber ich meine, die Kehrtwende natürlich raus in unser Persimmon wäre auch ein valider Play gewesen, tatsächlich. Er könnte, es wäre auch natürlich hier ein passender Zeitpunkt, Neuwern zu sacken von seiner Seite. Wenn er sich unsicher ist und die Switch Initiative preserven will. Er geht raus, okay. Okay, er geht in Slow King. Das ist actually in Ordnung. Das ist actually in Ordnung. Er hat halt die Anti-Unlicht-Bärde. Okay. Kriegt nochmal sehr, sehr guten Schaden. Wir kriegen nochmal Lefties. Aber unser Lando-Switchen ist halt jetzt weg. Und ich gehe auf jeden Fall nochmal hier auf die Kehrtwende, weil wir auf alle Fälle unseren Freund hier preserven wollen. Der Volltreffer sollte nichts ausgemacht haben. So, jetzt ist es natürlich sehr, sehr scary für uns. In was wir reinwechseln wollen. Ich denke actually, dass es Zapdos ist. Ich denke actually, dass es Zapdos ist. Weil wir können es uns nicht erlauben, hier eine Scald oder, eine Scald oder eine Psychokinese abzukriegen. Er geht für den Teleport. Ja, wenn er teleportet, ist natürlich der beste Play, wäre natürlich der beste Play gewesen, in Persimmon zu gehen. Aber diese Insight können wir natürlich schlecht haben. Er könnte jetzt wieder in seinen Neuwern gehen. Er geht in Clefairy. Wir gehen jetzt auf die Kehrtwende. Und jetzt muss ich überlegen, was wir machen auf diesem Clef. Jetzt muss ich wirklich überlegen, was wir machen. Weil wenn wir in unser Maria gehen, inviten wir Lando, wenn er hier teleportet. Aber ich denke nichtsdestotrotz, dass Maria eventuell unser bester Play ist. Obwohl. Nee, actually, wenn ich so drüber nachdenke, ist das unser bester Play. Außer er drückt hier die Donnerwelle. Ist das hier immer unser bester Play? Er geht für den Geowurf. Das ist in Ordnung. Das ist actually in Ordnung. Jetzt gehe ich hier nochmal für die Kehrtwende. Weil ich denke, dass jetzt hier auf jeden Fall eine Donnerwelle kommen könnte. Ah, das ist natürlich alles sehr, sehr kritisch, ne? Er muss natürlich aufpassen. Wenn er nicht Fistef ist, muss er hier vor einem Mülltreffer aufpassen, ne? Er kann nicht mehr um alles rumspielen. Der Zug ist abgefahren. Okay, wir machen auf jeden Fall okay ein Damage auf das Clef. Das ist actually fine. Und ich denke, unser bester Play ist es jetzt hier in Gungnir zu gehen. Weil es müsste der Teleport kommen. Es müsste der Teleport kommen. Er geht für den Knock. Es kommt der Knock. Ja, gehen wir auf jeden Fall jetzt nochmal für die Kehrtwende. Weil ich denke, langsam muss er recovern. Langsam muss er recovern. Ich meine, die Plateauschuhe sind absolut irrelevant in dem, jetzt hier in diesem Szenario, ne? Natürlich alles schwierig. Also alles schwierig, auf jeden Fall. So. Wird er hier teleporten oder wird er Recovery drücken? Ich denke, er wird hier Recovery drücken. Deswegen gehen wir in Genjuro.
Er geht auf Weiche, ja. Okay, das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Wir haben hier keinen Grund für den Spukball zu gehen, deswegen gehen wir für die Schlammburge. Spukball ist nicht so viel stärker gegen das Lando. Und das Lando ist das, was wir eigentlich hitten wollen. Und ich denke, wenn er in sein... Ich muss halt überlegen, was wir machen, wenn er in sein Lando geht. Müssen wir auf jeden Fall überlegen. So. Aber sobald dieses Clefairy natürlich weg ist, ne? Persimmon, sehr, sehr scary für ihn. Sehr, sehr scary für ihn. Er darf dieses Clefairy natürlich auch nicht anchippen lassen, weil wenn er dieses Clefairy anchippen lässt, hat er ein Problem mit Gardevoir. Oder ein sehr großes Problem mit Gardevoir tatsächlich. Und... Okay, er bleibt drin. Okay, Schlammburge kommt. Er überlebt das ganz knapp. Er geht für den Geowurf. Das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Und jetzt gehe ich hier für den Spukball, weil es mein bester Play ist. Ich habe nichts zu verlieren, hier Spukball zu drücken. Absolut nicht. Ja. So. Okay, damit ist Clef down. Sehr, sehr gut. Er geht in Lando. So, und wie gesagt, ne? Mein Play ist definitiv hier in Maria zu gehen und den Intimidate zu kriegen. Definitiv. 100%. Wir sind Fistef, kriegen den Intimidate auf ihn. Er sollte uns nicht ausnocken können. Wenn er für den, also, wenn er hier für den Delegator geht, was ich denke. Also, ich denke wirklich, dass er hier für den Delegator geht. Und wenn er hier für den Delegator geht, werden wir danach Moonblasten. Ziemlich sicher. So. Pipi ist auf jeden Fall weg. Das können wir uns merken. So. Bedroa kommt. Geht er für den EQ oder für den Delegator? Er geht für den EQ. Jetzt überlege ich gerade. Es hat 60 gemacht, ne? Wir haben halt leider nicht wirklich was. Obwohl, so ich es überlege, wir können eigentlich in Ariel gehen hier an der Stelle. Den Second. Und dann können wir in unser Persimmon gehen und eigentlich Iron Head drücken, oder? Er geht nochmal für den Erdbeben, okay. Wir hätten auch hier nochmal in Persimmon gehen können. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Aber er kriegt halt hier nochmal Leftovers Recovery. Okay. Obwohl, jetzt wo ich so drüber nachdenke, Knockoff ist der beste Play. Warum will ich denn hier Eisenschädel drücken? Also warum will ich denn zur Hölle hier Eisenschädel drücken, wenn Knock hier der beste Play ist? Also bei weitem der beste Play. Also, weiß auch gar nicht, was da los war. Da weiß ich auch nicht, was gerade los war. Wenn er hier Knock hat, haben wir ein kleines Problemchen. Aber... So, Überreste, er geht für das Toxin. Das ist okay, glaube ich. Das ist okay, glaube ich. Weil Nox sollte ihn hier rausnehmen. Sollte. Er war über 50. Er war über 50. Scary. Scary auf alle Fälle. Auf alle Fälle scary. Auf alle Fälle scary. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er Boots Neuwern ist.
Er ist außerhalb der Range von Delegator, was sehr, sehr gut ist. Was sehr, sehr auch wichtig, was auch sehr, sehr wichtig ist. Er ist minus 1. Komm, Simeon. Zeig mir, was du kannst. Come on. Okay, er geht raus. Geht er in Lasho King. Er geht in. Er sackt Neuvern hier an der Stelle. Er sackt Neuvern. Okay. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für uns. Okay, Neuvern down. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn er in Zeraora geht. Ich denke, wenn er in Zeraora geht, ist der beste Play, in Zapdos zu gehen. Ja. Ich denke, dass der beste Play ist, es in Zapdos zu gehen. Er wird halt knocken. Er wird hier knocken. So. Und er protzt. Er setzt Protze ein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist stark. Oh. Jetzt muss ich. Ja, ich muss auf jeden Fall hier U-Turn. Plasmafäuste. Ich denke, einen überleben wir. Ne, überleben wir nicht. Okay, crazy. Oh, shit! Oh, das ist sehr, sehr schlecht. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Weil ich denke, Maria überlebt keinen mehr. Oh, fuck! Oh. Wir müssen auf jeden Fall mit Mondgewalt anschwächen, wenn's so ist. Ja, Maria überlebt es nicht mehr. Fuck! Ja, okay. Das hat Bene gut gespielt. Das hat Bene sehr, sehr gut gespielt. Weil jetzt haben wir nur noch Hibiki. Genjuro überlegt natürlich keinen Abschlag mehr. Oh. Ich meine, wir haben einen Weg hier zu gewinnen und das ist hier mit dem Nahkampf zu critten. Das ist hier mit dem Nahkampf zu critten. Und das tun wir nicht. Weil das hätte dann... Und selbst der Crit hätte wahrscheinlich nicht mal ausgereicht, ne? Also... Hat er gut gemacht. Er auch hier für den Abschlag zu gehen, hat er gut gemacht. Das war GG. Weil das Gardevoir handelt jedes einzelne Set. Außer Bulk Up. Außer Bulk Up. Oh. Aber ich habe auch keine andere Möglichkeit wirklich gehabt, gegen das Zeraora hier vorzugehen. Ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Es ging nicht. Es ging nicht. Oh. Das ging einfach nicht. Unlucky. Unlucky. Ja, also ich kann euch jetzt schon sagen, das, was uns das Spiel verloren hat, war die Roll nicht zu bekommen. Die 75% Roll. Araquanid. Das ist halt das, was unlucky ist. An der ganzen Sache. Ich kalk's nochmal nach hier. 75% Chance to Oko, wenn er max HP ist. Ja, das war eine Min-Roll. Unlucky. Passiert, passiert. Anderen, also, klar, Neuvern wäre noch ein Problem gewesen, aber das Schlüsselding wäre gewesen, wir hätten die Webs draußen gehabt. Und die Webs machen das Nidoking potenziell schneller als Zeraora ist. Unlucky. Unlucky. Naja, egal. Gut, das war's dann damit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.